So, Knochenmehl, Knochenmehl. Hier vielleicht? Oh, ich habe noch 30 Leder, ich könnte noch Bücher machen. Das könnte ich mal so nebenbei machen. Würde gehen, Und da habe ich noch ja. Knochenmehl. Ich nehme einfach alles mit. Scheiß drauf. Aber irgendwie ist mein Inventar schon wieder voll. Wie mache ich das immer? Keine Ahnung, mit deinem Knochenmehl. Verstehe ich nicht. So. Halt, ich komme in meinem Lager nicht mehr klar. So. Das dahin, da haben wir noch einen Clean Stone. Dahin. Ich hoffe, das wächst. Wachse! Wachs und Gedeiher. Sofort. Gras wächst und gedeiht. Erfolg hungert. Ach ja. Das waren noch Zeiten, dass das noch ein richtig tolles Spiel war. Auch Tja, heute noch ein ja. tolles Spiel, aber. Damals war es halt einfach anders, ne? Damals war alles besser. Früher war alles besser. Da hatten wir noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja, das war wirklich besser. Ja. Als ob wir schon so alt sind. Das Schwarz-Weiß-Fernsehen, muss ich sagen, habe ich nie erlebt. Nee, ich auch nicht. Doch, wir hatten mal im Urlaub hatten wir mal so einen komischen Kofferfernseher oder sowas. Das Ding war schwarz-weiß. Auch nicht schlecht. So, naja, ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt schon mal. So, dann wollte ich noch Papier herstellen. Dazu muss ich kurz zum Bauernhof. Warum habe ich Gold dabei? Weiß auch kein Mensch. Vielleicht wolltest du noch was einkaufen gehen oder so. Vielleicht. So, okay. Dann nehme ich das Leder mal mit. Hoffe, ich komme nicht zu nah an das Feuer ran. Mit der Alchemiehütte dann. Ich schoss das Ding an Feuer ran. Papier. Dann beschweren die sich die ganze Zeit so: Nee, die Nachbarn, die Schmiede, die sind so laut die Nacht über. Und die sorgen immer dafür, dass unser Haus Feuer fängt. Die Arschlöcher. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut, es brennt. Achso, Quatsch, ich wollte jetzt zum Bauernhof. Falsche Richtung. So. Aha. Die Begrünungsaktion war schon mal zur Hälfte erfolgreich. Zur Hälfte? Na, mal hin. Ja, also es ist ein Grasblock auf dem ersten Ding, sag mal. Achso, jetzt fällt mir auch wieder ein, warum, wie man Gras auch irgendwo anders hinbringen kann. Gut. Silk Touch, ne? Verzauberung auf einer Spitzhacke. Ah, okay. Da hab ich natürlich jetzt wieder mal nicht dran gedacht, aber ja, das war so. Na, Kühe, wie schaut's aus bei euch? Wollte mal wieder. Ja. Läuft da noch was heute Abend? Da kann man mal wieder. Haben wir hier noch Mal irgendwo wieder Weizen? Jetzt habe ich nicht nachgeguckt. den Schnitter kreisen lassen, Ja. Ach ja, unser schöner Bauernhof. Warum ist da ein Huhn? runter. Weizenkörner, ne, hier haben wir nix. Alles klar. Der legendäre Held Wickenching. Shit, verlaufen. Muss da lang. Komm vor. Moin. Wir So, brauchen einmal schon also ein bisschen wieder abfarmen. Holz. Sollte reichen. Obwohl, warte mal. Vielleicht ist das sinniger. So, ich gehe mal Kühe ernten. Kühe ernten, okay. Denk immer dran, ne? Du erntest, was du säst. Tja,
Zack, zack. Das sieht gut aus. Ja, doch, ich glaube. Tschüss, Kühe. Tut mir leid. Haben wir hier noch irgendwo, sag mal, Glasblöcke beim Rathaus in der Nähe? Nee, glaub nicht. Mal, hier sind noch Kisten. Das sieht nicht so aus. Scheiße. So, jetzt habe ich unsere Kühe dezimiert. Der Kuhdezimator. Das ist aber so ein bisschen traurig irgendwie, ne? Ein Stück Geschichte, das verloren geht, ne? Ja, genau. So, ich schmeiß auch mal gerade ein paar. Oh. So, 4 oder 5 kleine Hühnchen habe ich auch noch gemacht. Mal ein bisschen Bewirtung hier. Hast dich auf die Eier gesetzt, damit sie ausbrüten, ne? Ja, genau. Boah, leck mich doch, aua. Hab mir gestern irgendwie so ans Schienbein mit irgendwas rangehauen gehabt und das tut halt jetzt, wenn du rankommst, doch etwas weh. Okay. Also es ist sehr angenehm, um das mal so zu sagen. Verstehe. Natürlich, gerade beim Umsetzen bin ich natürlich genau so dran gekommen, dass ich mir gedacht habe, so, ja, das war nicht gut. Wie das denn so ist. Jo. Wenn einem irgendwas wehtut, dann kommt man immer wieder dran. Ja, genau, richtig. Damit man sich auch noch dran erinnert, du, das war schlecht. Kennst du, dass das dir Sachen auch erst wehtun, wenn du sie gesehen hast? Nee, das nicht unbedingt. Also ich habe das irgendwie manchmal, dass ich dann irgendwie kleine Wunden an den Händen habe oder irgendwie sowas, so vom Kartons aufreißen und was dann alles so passiert, ne, kennt man ja. Und eigentlich tut das gar nicht weh, bis ich dann irgendwann denke von wegen, huch, was hast du denn da in der Hand? Und dann fängt es an weh zu tun. Ja, total wehtun komisch. Wehtun ist da, aber auch eigentlich falsch, ne? Ja, aber man weiß halt dann, dass es da ist und man merkt es dann auf einmal, sagen wir es so. Na, ich denke mir meistens irgendwie so, ich bin irgendwo dabei, hab mir irgendwo ein bisschen in die Hand geritzt oder was auch immer, ne? Und dann denke ich mir so, hey, warum juckt das denn so, ne? Dann kratze ich dran, dann denke ich mir so, irgendwie seltsam. Und dann schaue ich so hin und dann sehe ich, oh, hey. Upsi. Upsi, da ist ja was. Kommt das denn her? War vorhin noch nicht da. So, wie konnte ich denn gleich nochmal Papier machen? Zuckerrohr, 3 von oben nach unten oder von links nach rechts, weiß ich jetzt nicht, muss gucken. 3 nur? Ja. Ah ja, okay, stimmt. Huch. Na, jetzt bleib doch da. Niemals, ich muss weg. Wurde nach Narnia gerufen. Schön. Wie das immer so ist, bleibt einer übrig. Bäh, das hasse ich ja immer. Normal. So, wir brauchen eine Schaufel. Graben wir die Scheiße um hier. Ja, genau, so ist es richtig. Hab ich noch Fackeln? Nein, natürlich nicht. Ja. So. Das hätten wir auch immer ausgekommen. Dann mache ich das Ganze noch eins. War das noch eins? So? Wäre nee. Eigentlich nicht schlecht, ha? Ich weiß es nicht. War das so? Jetzt, ach, ich muss echt so überlegen, wie man das alles wieder baut. Und nee, sowas auch nicht. Oh, da hat irgendjemand nein, was geschrieben. Oh, sowas. Voll frech, ey. Wie baute man Bücherregale? Ich weiß es nicht mehr. In der Mitte eine Reihe Bücher, oben und unten Holz. Ja, dann das wäre das Nächste, was ich jetzt ausprobiert hätte. Siehst, dann hat meine Aussage ja sogar ziemlich gut gepasst. Ja. Durchaus. Das freut mich. Ich meine natürlich die Aussage von einem geheimnisvollen Unbekannten. Ach, halt's Maul. Warum mache ich das gerade so? Ach, egal.
Weiß auch nicht, warum du das gerade so machst. Ich muss mich an das Craften wieder gewöhnen. Warum das denn? Einfach so. Wie viele kann ich denn noch machen? Nicht mehr so viele. Noch 5. 4. Nee, noch 3 irgendwie. 2. Ah, jetzt ist nichts mehr. So, jetzt habe ich sagenhafte 12 Bücherregale hergestellt. Das ist ja ein Traum. Das sind 12 Bücherregale, wow. Ich schleppe ich gleich mal in die Bibliothek. Yay. Hui, hui. Aber erstmal den restlichen Scheiß abladen gehen. So, einmal da. Da wird mir das aber, glaube ich, nicht ganz reichen, ne? So, Knochenmehl habe ich dabei. Papier kann ich da drüben mal einlagern. War das hier? Nein. War das hier? Nein. Da? Auch nicht. Ich hatte doch mal eine Bücherkiste. Das ist aber leer. Bücher, hier. Da das Papier rein. Und die 2 Bücher. Und auf wie zur Dingens. Weißt du, schaffst es soweit? Boah, ich denk schon. Okay. Hui. Ich drück dir die Daumen. Echt? Das freut mich. Hui. Nee, das sag ich auch nur. Eigentlich mach ich's nicht. Eigentlich wünsche ich dir Tod und Verderben. Nein. Und Herpes. Ah nee, Herpes zählt unter Verderben. Entschuldigung, bitte. Schön. Hopp, hopp. Wann haben wir eigentlich angefangen aufzunehmen? Ich bin wieder so ein Profi und hab nicht aufgepasst. Was fragst du mich? Ich vergesse das, wenn ich meine eigenen Aufnahmen mache, auch immer. Wir sind so toll. Meinst du ernsthaft, ich fange hier an, jetzt hier aufzupassen, weil wir angefangen haben aufzunehmen? Ich hab's gehofft. Also wie hat man das denn hier geplant? Wo sollten denn hier die Bücher hin? Sind das immer 4er? Weiß es nicht. Ja, ich glaub hier so kamen die hin. Da muss ich aber noch was da haben, oder? Ey! Da runterspringen wir, sag ich schon. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da habe ich noch Zeug. So, ich habe jetzt eine sagenhafte Bücherreihe wieder aufgefüllt. Yay! Es fehlen bloß noch 1, 2, 3, 4, 5 oben in der oberen Kategorie. Ja, da sind wir ja schon fast fertig. Ja. Geht voran. Und irgendwann müssen wir den unteren Bereich auch nochmal fertig machen. Mhm. Weil das sieht im Moment noch ein bisschen komisch aus, dass man hier direkt runtergeht. Oh Mann. Das machen wir schon, wir haben zu tun. Ach ja, so, schauen wir mal. Scheiß brauche ich eigentlich nicht, warum habe ich die immer noch mit dabei? Aber trotz alledem, kann man eigentlich mal so sagen, ich würde gerne mal wieder ein Großprojekt machen. Und was wir ja geplant haben, ist irgendwann nochmal so eine Kirche, Kathedrale, irgendwie sowas in die Richtung zu bauen. Falls ihr aber noch Ideen habt, was man bauen könnte, ja damit. Wie immer halt. Ne? Wie immer halt, genau, ich wollte es bloß nochmal mit ansprechen. Helft uns, machen sollen. Achso, genau, was soll ich jetzt eigentlich machen? Jetzt habe ich das getan. Jetzt ist mein Bein gerade eingeschlafen. Kleiner Moment. So. Hoffentlich wacht es gleich wieder auf. Achso, genau, ich hatte dir extra Knochenmehl geholt. Guten Morgen, Bein. Wie geht es dir? Schlecht. Das freut mich. Huch, so war das nicht geplant. Mich freut, okay. Dann freut es mich nicht. Wenn es noch nicht geplant war. Was war ich hier drin? Das ist eine Wollkiste. Okay. Gut. Ah, sehr schön. Glas. Hopp. Glas brauche ich. So. Das sollte erst einmal
Wo habe ich Erde? Kies. Bei Kies ist keine Erde drin. Erde ist eigentlich in der Erdekiste drin. Da ist Erde. Erde auslagern. So. Wir können auch irgendwann mal wieder die Monster anstellen und dann mal wieder so eine Prügelrunde machen. Ja, aber nicht jetzt gerade, wo wir bauen. Nee, aber so allgemein, weil ist gerade ein bisschen unpraktisch. Knochenmehl holen und so ist ja auch ganz praktisch dann. Um Bäume oder wachsen lassen. Ganz sinnvoll. Ja, ich verbrauche das gerade ein bisschen, um hier ein bisschen die Atmosphäre schöner zu machen, dass man nicht einfach nur so einen grünen Rasen da hat, sondern auch ein bisschen Gras. Hier so um den Marktplatz herum gerade mal ein bisschen.